Geschichte hat Max Ehrmann schon immer fasziniert. Auf die Idee, die Biografien von Euthanasieopfern aus seinem Heimatort Obrichheim in einem Gedenkbuch zu sammeln, kam er durch die Schule. Also, das ist eine längere Geschichte. Als ich noch an der Schule war, gab es einen Arbeitskreis. Und innerhalb dieses Arbeitskreises haben wir uns eine Lebensgeschichte eines Euthanasieopfers aus Moosbach näher befasst. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema dann in Kontakt gekommen. Und das Interesse für dieses Themengebiet hat sich dann auch in der Arbeit mit der KZ-Gedenkstätte Neckar-Elz verfestigt. Und so habe ich dann die Forschungsarbeit über die 6 Euthanasieopfer aus der Gemeinde Obrichheim die letzten 3 Jahre vorgenommen. Der heutige Student durchsuchte für seine Arbeit alte Geburtsregister und Krankenakten aus dem Dritten Reich. Um die Informationen zu einer Lebensgeschichte zu verknüpfen, hatte er ein genaues Vorgehen. Also die Arbeit fängt damit an, dass man sich den Geburtsregistern der jeweiligen Gemeinde widmet. Und dort gibt es eben sowohl die Daten zum Leben, aber auch, und das ist zentral für die Erforschung von Euthanasie-Lebensläufen oder Lebensgeschichten, ein Sterbevermerk. Und zwischen 1940 und 1941 gab es 6 Vernichtungsanstalten im sogenannten Dritten Reich. Und 2 davon sind Grafeneck und Hadamar, die wichtig sind für die Lebensgeschichten der Opfer aus Obrichheim. Und mit diesem Vermerk kann man sich dann an die jeweilige Gedenkstätte dort wenden. Und wenn der Name dort auch aufgelistet ist unter den Opfern, ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass auch diese Person in den Gaskammern vor Ort den Tod gefunden hat. Und nach 1941 gab es die zweite Phase, die sogenannte dezentrale Euthanasie. Und da gibt es Pflegeeinrichtungen, die haben eine Sterblichkeitsrate von über 26%. Und da kann man dann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Person auch Opfer der NS-Euthanasie geworden ist. Unterstützung erhielt Max Ehrmann dabei von seinem betreuenden Lehrer und dem Rathaus Obrichheim. Das Heimatmuseum der Stadt widmete seinem Werk sogar einen eigenen kleinen Ausstellungsraum. Die Arbeit war aber auch mit Herausforderungen verbunden. Also das Problem von so einem biografischen Bericht ist natürlich, dass die Grundlage Patientenakten sind, die eigentlich als politisches Instrument gedacht waren, um Mord zu legitimieren. Und sobald die Person überhaupt ihr Leben an ihrem Leben teilnimmt und privat ist, verschwindet sie von meinem historischen Radar, weil ich nur die Patientenakten habe. Ehrmann erzählt in seinem Gedenkbuch von 6 ganz verschiedenen Schicksalen. Jedes einzelne ging ihm dabei nah, doch eines ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Besonders eindrücklich ist das Leben von Johann Philipp H., weil er eben 29 Jahre hinter Anstaltsmauern verbracht hat und dann mit 66 Jahren in einer Gaskammer den Tod zu finden, fernab der Familie, das macht natürlich sprachlos. Es ist schwer, über Faszination zu sprechen, weil es ja eigentlich darum geht, Menschen, denen Grauenvolles während der NS-Zeit geschehen ist, ein Stück weit wieder zu einem Gesicht zu verhelfen, die über 80 Jahre lang als anonyme Stapel von Patientenakten auf würdiges Gedenken gewartet haben. Und das möchte ich ihnen ermöglichen. Den Ermordeten wieder ein Gesicht geben. Das ist Max Ehrmanns Ziel. Eins ist ihm dabei besonders wichtig. Alle Schicksale lernen uns eigentlich eines, dass jeder Mensch gleich seiner Fähigkeiten und Einschränkungen die gleiche Würde besitzt. Und dass es darum geht, verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll mit der Vergangenheit umzugehen. Denn keine Nation kann sich ihre Vergangenheit aussuchen oder gar abstreifen. Es geht darum, sich dem zu stellen und den Menschen, die ihr Leben verloren haben, würdiges Gedenken zu ermöglichen. Das ist meine Botschaft an alle. Ich denke, es gibt da draußen viele Gemeinden, in denen dieses Stück Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet ist. Und es ist sicher lohnenswert, nicht unbedingt allein, aber in Gruppen da genau ein Augenmerk drauf zu legen, zumal es jetzt schon über 80 Jahre her ist. Heimat bedeutet für mich kein festgesetzter Ort, sondern ich fühle mich heimisch, wenn ich mich mit Menschen umgeben kann,
die ich gern habe, mit denen ich mich gut auseinandersetzen kann, mit denen ich auch ein Stück Vergangenheit teile. Und deswegen ist für mich Heimat auch gemeinsame Vergangenheit.